Denn der Prolog ist so noch nicht erhältlich. Der wird aber wahrscheinlich kommen. Ich schätze mal, der wird auch wahrscheinlich dann kostenlos werden. Sag ich jetzt einfach mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Was ist denn hier kaputt, Mann? Die Karre geht. Was hat er denn? Kostet $400. Ah. Ich nehme den Hammer mit. So, aber wollen wir mal sehen, was die hier kann. Ich hau da einfach irgendwo drauf. Wo ist der Kühler im Eimer? Nee. Es ist alles grün. Ich glaube, ich probiere nochmal einen Neustart. Warte mal. Letzten Kontrollpunkt neu laden. Ach, guck mal an. Jetzt haben wir auch wieder Anzeigen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da waren wir, oder? Nee. Doch. Nee, da waren wir noch gar nicht. Fracht vom Bahnhof am See heben. Oh, aua. Ja, dann auf geht's. Lastkraftwagenfahrer. So, diesmal bemühen wir uns mal ein bisschen zügiger hier durchzukommen. Gas! Schneller! Alter Schwede, haben wir ein Tempo drauf. So, jetzt nochmal Gas, 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 Gas. Oh, wuhu, wow. Aber physikmäßig muss ich sagen, ist das noch ein bisschen eierig. Also ich fühle mich jetzt nicht gerade so, als hätte ich jetzt einen LKW unterm Hintern, sondern es fühlt sich eher so ein bisschen an, wie soll ich sagen, wie so ein Bobbycar. Weil man kann schon sehr leicht lenken. Damn it. What now? Have to get off and see what happened. So, dann gucken wir mal. Öffne die Motorhaube. Haben wir. So. Mit F kann ich doch gucken, was hier ist, ne? Ja, mach mal den Inspektor nicht mehr an. Warum? Es wird nicht mehr angezeigt. Hä? Ist das ein... Also irgendwie... Was ist denn alles zusammengesetzte Teile? Achso, das ist alles im Motor. Aber die sind alle grün. Ja, das können wir alles quasi abmachen. Das ist das, was... Hä? Ich verstehe nicht, was er von mir will. Irgendwie zeigt er uns das nicht mehr an, warum auch immer. Weil hier, egal wo ich mit der Maus drüber fahre, ist halt entweder rot oder grün, aber die Anzeigen zeigen an, dass alles grün ist, oder? Also rechts jetzt die ganzen Symbole da. Der Reifen vielleicht, warte mal, ich hebe mal an. Hallo? Oder ist hier irgendwas kaputt? Inspektor? Nee. Der Reifen sieht auch gut aus. Die Aufhängung ist auch in Ordnung. Was will er denn? Können wir eigentlich den Wagenheber auch nach hinten packen? Weil wie soll ich denn... Achso, okay. Das scheint aber auch alles in Ordnung zu sein. Also ich sehe nichts, was defekt ist. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir möchte jetzt. Ich meine, ich kann hier alles fleißig auseinanderbauen, aber...
Schlagschrauber für die Teamarbeit erforderlich? Was für eine Teamarbeit? Ja, das kann ich zwar alles auseinanderbauen, das ist alles ganz toll, aber... Das ist ja nicht kaputt. Ich glaube, das ist ein Bug, weil wir halt nichts angezeigt bekommen jetzt hier irgendwie. Und ich kann auch nicht fahren. Ach, kann ich das nochmal laden irgendwie? Letzten Kontrollpunkt. Mission neu starten. Ja, probieren wir nochmal aus. Komm. Was soll der Geiz? So. Hey Bart, when delivering the tools to the mine, check if their drainage pump works. Machen wir. Their guard fell ill and there's no one else who could take a peek. And how am I supposed to enter the premises? Oh yeah. Relax. They gave us the padlock code. 0303. All right. I'll take a look once the cargo is unloaded. Anyway. The pump is located at the bottom of the shaft. So you gotta take the freight lift all the way down. Natürlich. If the pump is on a fritz, a standard solution of turn it off and on again should do the trick. I wonder if they dug too greedily and too deep. Guck mal, wie schnell wir gleich da sind. No. Warte mal. Thanks for helping them. Warte mal, wie schnell wir wieder da sind. Du kannst sie bis 3 zählen, dann sind wir da. Wow, wow. So, jetzt geht das Ding gleich kaputt. War doch so, ne, oder? Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. So, jetzt kommt der Bulli und jetzt muss es kaputt gehen gleich. Ja. Dann ist es gescriptet auf jeden Fall. Dann ist es auf jeden Fall gescriptet. Das heißt... Ah, guck mal, jetzt haben wir hier auch die Anzeige. Ja, jetzt geht's auch. War gerade verbuggt, leider. Perfekt. Ja. Okay, also ist es gescriptet. Die Unfälle, also missionsmäßig. Okay. Ja gut, ist halt Mission, ne? So, dann deinstallieren wir das mal. Wir wissen ja, wie es geht. So, das ist alles weg. Now I need to prep the workshop. Ja, ich würde aber gerne erstmal hier hochheben, weil wir müssen ja... hallo? Okay, wir müssen es also machen. Perfect. So, ab zur Ausfahrt. Und dann installieren wir das wieder. Wenn ich mal einen Mauszeiger hätte. Da. Yeah! Wir sich freuen. Yeah! So, erstmal die Scheiben wieder drauf. Die Unterlegscheiben und dann die Mutter drauf. Nächstes Mal die Mutter drauf. Und dann so. Ist das schon mal fertig. Jetzt müssen wir den Wagenheber haben. Tut mir leid, dass wir es schon hatten alles, aber... Hör auf zu quatschen. So. Okay. Let's dismantle unnecessary parts and see the tire. Yes, yes, of course. Yes, of course. So, warte mal, erst den Ring, ne? Dann glaube ich den die Felge und dann den Reifen, ne? Genau. Time to fix it. Good thing I have spare parts. Oh, da müssen wir das like that. Wie nötig. Ach ja, jetzt müssen wir, ach ja, die Ersatzteile, deswegen auch der Bulli. Oh, da müssen wir das mit der Feder ja auch nochmal machen, ne? Oh, das wird okay. Oh, das kriegen wir hin. Hm, there's an abandoned wreckage there. Perhaps I'm lucky. Got it. I can finish assembling the wheel. Ja. Aber irgendwie schon cool, dass man das so reparieren muss und alles, ne? Ist halt, wie gesagt, geskriptete Sache, ne? Es wird halt in jeder Mission irgendwas anderes kommen und so. Tja, und noch einmal. Done. Let's get the wheel together and get in the truck. Yep, and get in the truck. So, fertig. And done. Aber wie weit fortgeschritten mittlerweile die Simulatoren sind, das ist unfassbar. Was man alles so, was möglich ist mittlerweile, das ist schon krass. And done. And done. Und den Wagenheber weg, reinpacken und Abfahrt.
Hä? Ach so. Müssen natürlich die Brocken mitnehmen, klar. So, weiter geht's. Kriegen wir dann auch wieder die andere Mission? Achso, ich soll mal schalten, ne? I know you hate riding empty, so I got just the thing for you. For you. Oh, cool. What am I supposed to do? Take the scientific equipment from 2 research stations. Allegedly, it's properly secured, but be careful. Those gizmos are delicate and expansive. Nö, will ich nicht. Das haben wir schon gemacht. I'll make sure nothing happens. Thanks for the gift. No problem. Have a safe ride. Have a safe ride. So, ich würde die Hauptmission machen. Die Nebenmission haben wir ja eigentlich. Wir waren ja schon fast da. So, dazu gucken wir immer auf der Karte. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen da hin, ne? Hatten wir denn schon die Fracht drauf? Ja, ne, oder? Ich glaube schon. So, über die geile Brücke. Juhu. Und hier geht's wieder kaputt, ne? Damn. Ja. Hope the wheels are intact. Ja. So, ich hole erstmal die Teile. Oh, those parts may come in handy. Okay. Oh well. This ought to be fixed. So, wie komme ich hier raus? Hallo? Ach ja, jetzt waren ja 2 Sachen, glaube ich, ne? Heber. So. Machen wir mal. Geht ja relativ zügig. Muss ich den Reifen jetzt wieder? Ja, ne? So, die Kochstelle auch hier. Wieder auseinandernehmen, das Ding. So, jetzt diesmal ist es die Felge, die kaputt ist. So. Dann reparieren wir das mal wieder. Done. And done. And done. Was war das denn? I think I heard. Und das für Geräusche? Als ob ich das nicht kennen würde. My head hurts like hell. Why would someone attack me in a place like this? Ja, ich wollte gerade sagen. Get moving. Wer weiß, where was der. I left that flashlight? Wer weiß, was der im Gebüsch mit dir machen wollte? So. Dann reparieren wir das mal eben schnell. So, das haben wir fertig, aber wir müssen jetzt quasi, glaube ich, wenn ich recht entsinne, hier glaube ich noch was machen, ne? Hä? Wie nichts? Hä? Habe ich irgendwas vergessen zusammenzubauen? Wie war das nochmal? Warte mal, muss ich den Wagen hier doch nochmal haben? Warte mal, Taschenlampe. Mit L. Habe ich hier irgendwas vergessen? Nee, hier nicht. Ach, ich muss meine Brocken mitnehmen, ne? So war das ja. Stimmt ja. Darf ich ja nicht vergessen. So, jetzt aber. Jetzt geht das bestimmt, ne? Ignition fails. Better pop the hood and check. Natürlich. Torn cables. I need to reassemble this. Die kann ich, glaube ich, von hier deinstallieren, ne? So.
Das war's, glaube ich, ne? Ja. Jetzt muss ich den Tisch wieder rauskramen. Oder beziehungsweise, geht das mit der Schmiede? Ja, mit der Schmiede ging's. So. Ja, tut mir leid, ich muss es normal machen müssen, aber egal. Dafür schaffen wir diesmal die Mission, glaube ich. Bin ich von felsenfest von überzeugt. So, noch einmal das Kabel. Aber wir kriegen XP dazu, das ist supi. Wahrscheinlich kann man sich davon einfach nur verbesserte Sachen kaufen. Also halt, für seinen LKW, dass er halt schöner wird. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie noch sonstige, ah ja gut, Verbesserung halt von, na sag mal schnell. Von, I must report this. That's no trivial stuff. Alle Teile installiert sind? Hab ich doch. Hä, hab ich irgendwas vergessen? Ah, hier. Entschuldigung. So, jetzt aber. Jane? Jane! Hey! Is anyone there? Radio is broken. What's going on? Ich hab keine Ahnung. So. Muss gleich nochmal gucken, wie in der Karte, wo wir da genau hin müssen jetzt. Müssen auf jeden Fall hier irgendwo hoch, ne? Warte mal, oder? Oder sind wir da eingefahren? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Nee, Ladung liefern, genau. Zum Orange müssen wir. Jetzt kommt, glaube ich, gleich der Parkplatz. Oh. Oh, fuck. Das war nicht gut. So, jetzt aber. Auf ein neues. Dann dürfen wir das mit der Bergkuppel ja, glaube ich, nicht haben, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. So, Gang 4 und Gang 5. Ja, wir schlafen jetzt erstmal eine Runde, ist ja schon spät. Perfekt. So, weiter geht's am nächsten Morgen. Wasted too much time. Let's go. Aber ich meine, das mit dem Berg dürfte ja dann nicht kommen, weil wir ja da nicht abbiegen werden. Was ist mit den Brettern, oder? So. Ich glaube, wir fahren richtig. Oder? Ja. Müssen wir jetzt links? Nein, ich war vollkommen falsch. Einfach im Weg bleiben. Ich frage mich, wieso wir das nicht geschafft hatten vorhin. Da war doch gar keine Zeitanzeige, oder? Dass wir es vielleicht nicht geschafft haben deswegen, aber zeitmäßig war es doch, hatten wir es doch, oder, beim letzten Mal? Aber ich bin guter Dinge, dass wir es diesmal schaffen, meine Freunde. Was soll jetzt schon schief gehen? Und wer knüppelt uns da nieder? Was soll denn das? So. Ja, jetzt müssen wir gleich irgendwo... Irgendwo müssen wir gleich rechts abbiegen. Irgendwo ist gleich die... Weil was soll jetzt schon schief gehen? Wir sind gleich da. So, hier müssen wir, glaube ich, abbiegen. Ja. Da ist die Mine. Twin Lakes Mine. Ah, wunderbar. Aber unser Funkgerät geht nicht mehr.
Wir kommen schon! Was war das? 0303, ne? War, glaube ich, der Code. So, mal gucken. So. 0303. Genau. What good does it make to have a code when the padlock is open with key? I'll cut it with wire cutters. Better they have to buy a new chain than an underground motorboat if it floods everything for them. So, erstmal durchschneiden. This should do the trick. Jawohl. Okay, dann wollen wir mal. So, Kneifstange brauchen wir nicht mehr. So, da ist die Mine. Können wir da auch reingehen? Ah, hier parken. Okay, machen wir mal. So, was muss ich jetzt machen? Liefern? Wie liefere ich denn ab hier? Another parcel delivered without complaints. So, Pumpe im Bergwerk prüfen. Das müssen wir noch machen. Das tun wir auch. Uff, let's get this over with. Hope the batteries won't drain during the trek. Ach so. Ja, vielleicht sollten wir mal... Ne, haben wir natürlich nicht. Hoffentlich hält die Batterie. Da sollen wir mal die Taschenlampe mitnehmen. Ja, hier. Denn es könnte ganz schön dunkel werden dort in der Mine. Gucken wir mal. So. Gib mal Licht an. Irgendwie cool, dass man hier noch so andere Sachen machen muss. So, was haben wir denn hier alles? Okay, ja, Pläne. Ah, ist das ein Tunnelsystem? Holy shit. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh Gott, Tür muss geschlossen sein, okay. Na toll. Ja, meine Freunde, da wären wir schon. Busted. Have you tried turning it off and on again? Ja, mal gucken, ein- und ausschalten, ob das geht. Pumpe neu starten. That was no use. Was it that some ill-disposed fella used his naughty spoiling hands here as well? We'll see. So, was haben wir denn hier? Installieren? That's no accident malfunction. Sabotage? Sabotage? Someone destroyed those endings on purpose. So, wie kriege ich das denn jetzt hier deinstalliert? Sag mal. Natürlich muss ich erst hier... Alter, wie geil ist das denn? Der ganze Kasten auseinandernehmen. So, was ist jetzt hier kaputt? Mit R, ne? Müsste mal die Lampe ausmachen. So. Was muss ich denn hier... Was ist denn hier kaputt? Oh, hier die Kabel. Oh, warte mal, da war noch mehr. Was war denn da noch kaputt? Da war doch noch irgendwas kaputt, oder? Das ist noch kaputt. Wie kriege ich das deinstalliert? Das Kabel hier auch. Ich glaube, der Rest war in Ordnung, ne? Ja, sieht so aus. Okay. So. Habe ich meine Sachen dabei? Natürlich, aber die kann ich hier nicht aufbauen, weil... Oder kann ich das hier machen? Ach, hier ist... Ach, hier sind so... Ah, okay. Hier sind Werkbänke. Das ist ja supi. So, dann machen wir das mal eben schnell fix fertig. So. Das auch. Und So, dann haben wir das. Dann dürfte die Pumpe ja gleich wieder funktionieren. Ach, lass das mal den Dieter machen. So, warte. Da. Und hier, das Hauptkabel noch. Da. Und wieder die Platte drauf. Und dann verschrauben wir das auch wieder. Mit unserem Allzweckschrauber. And done. So. Dann probieren wir es nochmal aus. It works now. Time to hit the road. Okay, auf zur Straße. So, die Mine geht wieder. Das ist supi.
Kann man irgendwo hier vielleicht so... Ich frage für einen Freund. Kann ich hier... Nein, geht nicht. Okay. Aber die Mine funktioniert wieder. Da werden sich alle freuen. Wo geht's denn hier hin? Mal gucken. Wo geht's hier hin? Hallo? Oh, wie geil. Ersatzteile. Oh. Those parts may be useful indeed. Ah. Lohnt sich also doch. Okay, es war ein Rundgang. Guck mal. Hat sich das schon mal gelohnt? Damn. Not working? The only thing to do now is wait for an ancient demon from the underworld. I guess. Or to fix the lift. Perhaps it's a tri-village. Ja, dann gucken wir mal. Das werden wir fixen. Oof. It was just a wire that came loose. Ja gut. Das geht ja noch. Das bisschen Kabel da. Das werden wir doch repariert kriegen, oder? Gar kein Problem für uns. Wir sind schon... Wir sind die richtigen Mechaniker hier. Wir sind gar kein LKW-Fahrer mehr, wir sind Mechaniker. So. Das war's ja eigentlich dann, ne? Dann. Ja, mit Sicherheit wird das jetzt funktionieren. Jawohl. Hui. Wieso geht hier eigentlich kein Licht? Kann ich das nicht anmachen? Aber ist schon irgendwie cool gemacht, muss ich sagen. So. Ob wir diesmal Geld bekommen? Also die sekundären Ziele lasse ich jetzt mal aus. Who's that supposed to be? Hey, stop! I better check if you tinker with my truck. Oh nein, haben sie uns jetzt den Reifen geklaut oder was? Can't believe it. Now the plugs. Zündkerzen? What is the dude trying to accomplish here? Ernsthaft? Zündkerzen geklaut? Was soll denn das? Nee, nicht geklaut. Was haben sie denn gemacht? Hm. Zündkerzen reparieren, kein Problem. Die reparieren wir hier einfach am Amboss. Und grillen sie uns einfach. So. mit dem Allzweckschraubenschlüssel. Gar kein Problem. So. Und noch einmal. Ach, dieser Schraubenschlüssel ist einfach unverzichtbar. Ich würde den auch gern haben. Wo es den wohl hergibt? Muss ich hier noch was machen? Nein. Okay. Kann ich das ja eigentlich wegräumen. So. Dann wollen wir mal. Aber gut, dass es zwei unterschiedliche Funktionen gibt. Also einmal installieren und einmal deinstallieren. Once I'll catch this bugger, he'll regret it. Der wird's bereuen, definitiv. So, das packen wir auch noch weg. Packen die Taschenlampe weg und dann würde ich sagen, zum Wagen zurückkehren. Zur Basis zurückkehren, okay. Der wird es bereuen, definitiv. Wenn wir den in die Finger kriegen, der kann sich auch was gefasst machen. Mit seinem Moped. So. Ich bin Dieter und hab 900 Geld auf Tasche. Auf the Tash. Warte mal ab, wenn ich komme. Aber ich frage mich, was vorhin wohl war. Hatten wir irgendwas oder beim letzten Mal, dass wir das nicht geschafft hatten? War das einfach zeitlich oder war der LKW kaputt? Hm. So, ich hoffe, wir schaffen es.
Und ob wir diesen Typen in der Finger kriegen? Ich glaube zwar nicht am Prolog, aber vielleicht in der Vollversion wird das irgendwann sein. So. Wir sind auf einem guten Weg, wenn ich das so sagen darf. Was soll jetzt schon schief gehen? Hm? Also sind die Reparaturen tatsächlich gescriptet? Warte. Wir können... Ja, wir fahren rechts. Wir fahren einfach hier lang. So wie wir gekommen sind. So, dann haben wir unseren ersten Auftrag doch absolviert. Das ist doch supi. Das freut mich. Besser kann es doch gar nicht gehen. So, mit 900 Geld. Was kaufe ich mir denn davon? Neues Lenkrad? Hm. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt noch eben zur Base zurück. Wo ist überhaupt die Base? Warte mal. Ist die hier? Fishing Spot? Lol. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich kriege überhaupt nichts angezeigt. Ah, ich denke mal da, wo wir hergekommen sind. Aber kann man am Fishing Spot angeln? So, so. Oh nein, Riesenlöcher. Ach, herrlich. So, warte mal. Lass mich mal eben gucken. Oh, hört ihr das auch? Das Rauschen. This is not the way. Doch, für mich schon. Why would anyone want to destroy those fishing nets? Keine Ahnung, was muss ich machen? Prüfen? Wo ist der Fischer? Okay. Was zur Hölle? Okay. Ach, wisst ihr was? Ich würde einfach sagen, wir machen das beim nächsten Mal hier weiter an der Stelle. Also, ich stelle fest, ich kann nicht schwimmen. Ich habe vergessen, wie man schwimmt. Naja, wir sehen uns nächstes Mal wieder in einer weiteren Folge bei... Ja, Truck Mechanic. Also, macht's gut. Tschüss.